Und da sind wir wieder zurück zu Paralenz. Wir wollen drei Kisten aufmachen. Oder was ist das? Das ist ein schweres. Vielleicht aber schlechter, meins. Oh, was haben wir da? Eine Schrotflinte. Na gut, das war wieder mal für ein Popo. Ich glaube, das gehört uns. Gasse Assassine. Assassine. Ladegeschwindigkeit und Schildkapazität. Oh, ich weiß zwar nicht, was bloß die Skills sind, aber es wird sicher besser sein. Buch neue Granaten. Jetzt ich werde die gleich anlegen. Die kann zwar nicht 3-4 auf einmal schießen, aber wenn es die Leute ranzieht, ist das schon. Ja, wir wollten noch eine Quest machen. Hast du meinen Bruder gesehen? Nein. So. War der da unten? Ja, wir müssen sowieso hin. Was? Nein, das war's nicht. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. So. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Versuch nicht zu sterben. Nein, das war nicht das Richtige. Oder? Ich fahr mein Auto gleich hin. Schaut, diesmal komme ich rüber, ohne dass ich runterfalle irgendwo. Aber anfahren tue ich noch. Und auf einmal dreht es mich ein. Ja, genau. Genau. Blöd. Ich will zur Quest. Was vielleicht das? Ja, da war diese Charlotte-Quest. Aber wenn man die unangenehmen Quests macht... Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnells Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Overlook hat erneut weniger Verstöße gegen die Ausgangssperre als Jackwin. Nächste Woche wird der Grinder nur bei Schwerstverbrechen Verschmutzung oder Beleidigung eingesetzt. Oh, das ist aber ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. Jetzt geben wir Gas. Jetzt gehen wir zuerst nach links runter. Genau, und holen uns zuerst den links. Und dann... Also, den da haben wir zuerst gehabt, ne? Wie komme ich denn da?
ein Verkehrsopfer. So gefährlich die Straßen. Was will man machen? Na, Alter, das ist natürlich wieder versteckt. Gemeiner geht's nicht. Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben oder so. Das sieht man am Metatarsus. Oh fuck. Ich werde auf das kurz verzichten. Weil den will ich unbedingt machen. Eine Panzerung. Munition ausgegangen. Geschossen, sage ich da nur. Das heißt, den holen wir doch als letzter. Weil den Badass da kann ich nicht machen. Sofort so. Auf der Stelle. Und ich habe ihn. Das ist ein bisschen unmöglich. Muss ich mal wieder wahrscheinlich. Wenn du an Mark denkst, dann denk an Markus Munition. Und ich denke an gar nichts. So nervt es mich. Das Ganze extrem. Komm mal. So ein scheiß Badass Büro irgendwas Ding. Scheiße, die Ware ist längst verdorben. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnells. Einmal versuche ich es noch. Wenn nicht, nehme ich es an. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Und versuche es dann so lange, so schnell wie möglich abholen, bis ich es geschafft habe. Overlord hat erneut weniger Verschlüsse gegen den Ausgang. Hier, du das Catch Ride! Nicht gib Gas und jetzt Gummi! Mit Gummi meine ich aber nicht Kondom. Geht am weitesten weg. Oh, das ist aber ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. Der Arm hat trainiert. So, diesmal. In dieser Welt hier. Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben oder so. Das sieht man am Metatarsus. Sieht ist nur Täuschung. Der Tod, das du hast bin fast ich. Alle beisammen. Beeilung! Achso, ja, das war ja das. Bevor wir da immer Gas geben, volle Wäsche. Ich bin unsichtbar. Phantom inmitten der Schlacht. Bald schlage ich zu. Ich bin das Dümmste auf der Welt. Und sie verderben. Mach schnell! Ja, ich bin wirklich das Dümmste auf der Welt. Jetzt komme ich nicht durch.
Jetzt zerficken mich diese Dinger da. Diese verschissenen. Eins noch. Bitte lass mich da vorbei. Ich bitte dich. Bitte lass mich da vorbei können. Da. Du bist das größte Arschloch auf der Welt. Es gibt kein größeres Arschloch als den, der das Spiel programmiert hat, diese Quest. Aber es könnte sich noch ausgehen in 40 Sekunden. Kann nicht dauernd die Quest machen, es geht nicht. Na, 10 Sekunden zieht sich nie aus. Da geht nicht aus. Scheiße! Die Ware ist längst verdorben! Ja, die Ware ist verdorben. Weißt du was? Bitte bring mich um! Bitte bring mich um! Ich bin dann mal weg. Bitte bring mich um! Komm, bring mich um! Dann bin ich wenigstens wieder schneller zurück. So, ein letzter Versuch für die Quest, was wenn nicht, lass ich's. Dann lass ich's wirklich. So gut war ich jetzt unterwegs. Und dann wieder, weil aus lauter Gier falle ich wo runter. Herzlich willkommen, Kunde. Keine Gewährleistung. Lass es nicht zu sehr krachen. Sanctuary. Trillionen Quests. Kann ich nicht machen. Weil eine Quest, die unbedeutend ist, hochbrisante Ware leecht. Armageddon bestellt. Schließlich ist der Dr. Set mit seinem Hakenkreuzband. Muss die Sendung so schnell wie möglich abholen. So. Oder noch besser. Ich kann mir auf die Karte schauen. Weiß schon fast auswendig, wo ich hin muss. Komm. Mal hole ich das zuerst. Tarnung. Und bin vorsichtiger. Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben oder so. Das sieht man am Metatarsus. Lieber vorsichtig und langsam. Ich kann irgendwo runterfallen. Lustig. Ich bin dann mal weg. Was? Was? Alle beisammen! Gute Heilung! Nerv mich. Rapra, Rapra. Das einzige. Ja, das einzige Problem, was nachher ist, dieser Badass-Ding, der nervt. Den muss ich entweder von weit weg dann machen. So.
Na, das ist zu. Das ist übertrieben. Bitte fahren, nicht stehen bleiben. Mal. Kein interessiert, was du sagst, Dr. Set. So. Einfach ganz gemütlich rüberfahren. Eine Minute ist Zeit. Ich glaube aber, wir müssen trotzdem da runter. Verschwinde. Das war flott. Leg die Dinger in mein Schließfach, dann werden wir sehen, ob dieser arme Geron-Kram tatsächlich so gut ist. Du dreckiges Mistgeburtenviech! Du verschissenes, du verficktes, wirklich, ich muss gerade ragen. Schaffe ich die Quest jetzt wegen denen nicht, war es das für mich. Dann wirklich, dann beende ich sie. Jo, genau. Ja komm, bring mich um. Die Quest mache ich offscreen, die werden wir nicht mehr sehen, wollte ich nur sagen. Die Quest werden wir nicht mehr sehen. Nicht in diesem Let's Play. Wenn, dann mache ich es offline mit Cheats, oder ich muss mir irgendwas suchen, dass die Zeit stehen bleibt. Ja, 5 Sekunden habe ich noch. Super toll. Scheiße, die Ware ist längst verdorben. Annehmen. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei mir. Halt ein verschissenes, verdrecktes, angepisstes Scheißmaul. Als Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Komm jederzeit wieder. Dreckspisser. Wirklich, der macht mich so aggressiv. So. Es tut mir jetzt leid wegen dem Rage da, aber das ist unglaublich unfair, diese Quest. So eine unfairere Quest gibt's nicht. Da muss ich da hin, zu dem Urviech. Aha. Hey, so. Lust einen Mordfall zu klären? Ich bin der Marshall hier in der Gegend. Einer von den Gatterfehlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt. Ich ernenne dich zum Deputy. Hör dich bei Moxie und Zed um und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit ausgeschissen. Lensmänner? Ich bitte dich. Jack hat meinen Privatsafe aus meinem Laden gesprengt. Mein kostbarster Schatz könnte bereits in den Händen von irgendwelchen Banditen sein. Du musst zurück zu diesem monströsen Krater und mir meinen Safe wieder beschaffen. Vor ein paar Jahren habe ich in Moxies Underdome zwei Preise gewonnen. Eine Kiste Beute und Moxie selbst. Den zweiten Preis hat mir Jack abgejagt, den ersten ein Dieb namens Carson. Mir egal, ob ich die Waffen wiedersehe, aber falls du sie willst, musst du Carson in der Dust finden.
So, ich nehme jetzt nur noch alle Quests an. Es kommen schlimme Zeiten. Wie ich diese Quest hasse. Ich hasse sie. Der Programmierer soll sterben. Könntest du kurz stehen bleiben? Ich brauche was von dir. Es mag Leute geben. Ich gehöre nicht dazu, die Slack-Experimente für unmoralisch halten. Die dir nicht wie ich einen Batzen Geld für die Lieferung von Testergebnissen aus dem Hyperion-Reservat zahlen würden. Solche Leute sind einfach nur dumm. Ja, passt. Willst du es krachen lassen? Eine Horde Gesindel schürft draußen im Tundra-Express nach Eridium. Du sollst herausfinden, warum sie das Zeug fördern, und du sollst sie umlegen. Reihenfolge spielt keine Rolle. Gleich einmal alles angenommen. Was, wenn ich meinen eigenen Mund... Ja, Fred. Ich hab Geburtstag. Vor 7 Jahren bin ich vom Band gerollt. Tu mir einen Gefallen und verteile die Einladungen für meine geile Geburtstagsparty. Und beeil dich, wir legen jede Minute los. Genau. Aber das mache ich auch nicht jetzt, weil so Zeitquests hasse ich. Das zählt erst, sobald. Hey, willst du mir helfen? Shorty muss sterben! Der Hurensohn hat eins von meinen Catcher-Rights verschandelt. Und das dürfen nur Mädels, die ich flachlegen will. Und manchmal ich selber, wenn ich Knülle bin. Er versteckt sich im Stalker-Gebiet. Kauf ihn dir. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht ist dann diese. Wie heißt's? Die verdreckte Quest. Auch dann schon fertig. Da, Armageddon. Und da haben wir wohl noch Quests. Da, die müssen wir noch suchen. Aber das werden wir noch alles finden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Slavos. Tschüss, Dankeschön.